Hallo meine Lieben, wie ihr vielleicht hört, ich bin etwas erkältet, aber trotzdem möchte ich euch dieses Video nicht vorenthalten. Ich fülle diese Gelnägel mit einem 2-Step-Babyboomer-System auf. Ist wirklich mega einfach, für Anfänger geeignet. Voraussetzung ist natürlich, dass eure Altmodellage nicht geliftet ist, das heißt, dass noch alles am Naturnagel fest dran sitzt. Zunächst einmal, wie bei jedem Refill oder jeder Modellage, Nagelhaut zurückschieben, alle Nägel gründlich kürzen auf die entsprechende Länge. Und dann kommen wir zum Abfräsen des Altmaterials. Hierbei achte ich bei meinem Modell speziell darauf, dass ich wirklich zu 90-95% alles an Altmaterial abtrage. Da mein Modell Krallennägel hat, das bedeutet, wenn man seitlich auf den Nagel drauf schaut, sieht man eine starke Wölbung. Das heißt, der Apex, also der höchste Punkt, den wir ohnehin bei einer Modellage erreichen möchten oder müssen, um Stabilität in die Modellage zu bringen, ist sehr stark ausgeprägt, bedeutet, trage ich zu wenig Altmaterial ab und trage dann noch relativ viel Produkt bei einem Babyboomer ohnehin schon auf, dann wirken die Nägel eventuell klobig und nicht mehr so schön filigran. Deshalb meine Empfehlung an euch: Habt ihr Krallennägel, entfernt wirklich 90-95% vom Altmaterial, damit die Nägel eben schöner aussehen und ihr auch ein bisschen mehr Spielraum habt beim Babyboomer, da man da ja immer ein bisschen mehr Material braucht. Und ja, mit diesem Zwei-Step-System, denke ich mal, kommt auch jeder Anfänger zurecht. Also ich bin gespannt, wie ihr dieses Video finden werdet. Wenn ich das Material abgetragen habe, seht ihr hier noch einmal seitlich das, was ich meine. Der Apex ist ohnehin stark ausgeprägt und wir müssen auch gleich noch die Seitenlinien anheben. Hier einmal noch die Haarlinie, die ist jetzt auch schön dünn, so wie sie sein sollte. Und dann entferne ich noch einmal mit einem Fräserbit die Nagelhaut. Das ist ganz, ganz wichtig, um eben Liftings zu vermeiden, sprich, dass sich die Modellage vom Naturnagel anhebt und sich da eben Luft drunter bildet. Wenn wir das einmal geschafft haben, dann kommen wir zum Entformfeilen. Ich nehme hierfür meine neue Designfeile in 180 Grit und hebe die Seitenlinien an und feile auch in eine Mandelform. Das bietet sich super an, wenn man Krallennägel hat. Also probiert das mal aus, wenn ihr da Probleme mit der Squareform habt. Nehmt mal eine Mandelform. Das ist wirklich eigentlich die beste Form oder auch die Ballerinaform, die man bei solchen Krallennägeln eben machen kann. So muss man eben nicht jedes Mal beim Auffüllen eine Neuanlage machen, um eben dieses Krallende auszugleichen. Und seitlich gesehen seht ihr jetzt, was ich meine. Wir haben schöne Seitenlinien, die gerade sind, die jetzt nicht mehr stark nach unten krallen. Als nächstes nehmt ihr entweder zum Beispiel den Sticky Ultra Bond Primer oder das No Lines. Das No Lines benutze ich jetzt hier nicht, denn ich habe keine Liftings oder auch keinen Tippübergang, den ich verschließen möchte beziehungsweise kaschieren möchte. Ich trage jetzt hier einmal den Sticky Ultra Bond Primer auf den Naturnagelbereich auf, aber wie gesagt, ihr könnt auch beides kombinieren. Dann würdet ihr zunächst einmal das No Lines auftragen und dann den Sticky Ultra Bond Primer. Als Haftgel verwende ich den UV Gelish Bond. Den trage ich jetzt erstmal tröpfchenweise auf und massiere diesen dann mit dem neuen Golden Rose Pinsel in der Nummer 1 gründlich in den Naturnagel ein und den Rest streiche ich dann über das Restmaterial an Modellage. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil, dem eigentlichen Babyboomer. Ich würde euch empfehlen, dafür Acrylgel zu verwenden. Ich verwende jetzt hier das French Weiß und trage das zunächst als ersten Step an der Nagelspitze auf. Ich habe relativ viel Material genommen. Man kann auch weniger nehmen, je nachdem, wie viel man eben braucht, je nach Größe des Nagels. Und dann verstreiche ich das als Farbverlauf eben ins Nagelbett nach oben Richtung Nagelwall. Erstmal schön auslaufend streiche ich das Material raus und beschäftige mich natürlich auch mit der Form, denn das ist jetzt hier auch sehr entscheidend, damit ihr nachher keinen Aufbau mehr arbeiten müsst oder gar grob nachfeilen müsst. Deshalb bemühe ich mich hier wirklich, die Form gut zu arbeiten. Apropos Form, in diesem Schritt kommen wir schon zum eigentlichen Aufbau und zum Abschluss des Babyboomers. Ja, hier verwende ich jetzt einmal das Babyboomer Acrylic Gel Glam Nude. Das hat so einen leichten Schimmer. Ihr könntet natürlich auch eine andere Farbe, eine andere Nude-Farbe verwenden, wenn ihr möchtet. Wir wollten halt noch so einen leichten Schimmereffekt. Und das arbeite ich eben vom Nagelbettbereich, also vom Nagelwall, zur Nagelspitze hin. Also mittig des Nagels beginne ich dann, das Material
Material dünn auslaufen zu lassen und über die Nagelspitze zu streichen und arbeite mir so auch gleich meinen Aufbau. Also ich trage hier wirklich nur in zwei Steps das Produkt auf und habe dann meinen fertigen Aufbau. Das ist das, was ich erreichen möchte. Und es ist auch wirklich ausreichend bei den Krallennägeln. Wie gesagt, wir brauchen da jetzt nicht noch eine Masse an Material oben drüber auftragen. Da müsst ihr euch natürlich im Klaren sein, dass ihr dann eine flache Nailart verwenden solltet. Hier seht ihr seitlich, der Nagel ist quasi komplett ausgearbeitet. Wir brauchen kein Material mehr auftragen. Wir cleanern einfach nach dem Aushärten und können dann unsere Nägel noch einmal mit der 240 Grit Feile, also mit so einer Art Bufferfeile, in Form feilen. Ich habe bewusst nicht die 180er Feile genommen, weil die wäre zu grob. Und die 240er feilt gerade genug Material runter, in Anführungsstrichen, damit wir eben einen formschönen Nagel erhalten. Wobei wir uns ja auch schon wirklich bemüht haben, das Material so aufzutragen, dass wir eben schon eine nahezu perfekte Modellage kreiert haben, ohne dass man eben super viel in Form fallen muss. Im Grunde genommen glätte ich den Nagel nur, um so kleine Unregelmäßigkeiten eben rauszubringen und natürlich auch nochmal die Seitenlinien zu korrigieren und das freie Nagelende eventuell nochmal so ein bisschen in Form zu bringen. Aber ansonsten feile ich wirklich nicht viel. Also mit dieser Art Bufferfeile würde man sich auch einen Wolf feilen müssen, wenn man wirklich viel Material abtragen möchte. Also diese Feile eignet sich wirklich, um entweder auf Nailart vorzubereiten oder eben, wenn man nur ganz, ganz wenig feilen möchte. Und ja, so schaut dann einmal das Endergebnis aus. Wir haben wirklich eine schöne Modellage gestaltet, die wir jetzt anschließend mit dem Quick Finish Baby Boomer versiegeln. Dieses Versiegelungsgel ist milchig weiß und bleibt auch nach dem Aushärten milchig weiß, weshalb es sich wirklich super für einen Baby Boomer eignet. Man kann damit eben noch so leichte Unebenheiten kaschieren. Dann lasse ich aushärten und et voilà, haben wir einen mega einfachen Baby Boomer gestaltet, den man, denke ich, auch als Anfänger gut nacharbeiten kann. Und ja, wir haben uns im Anschluss natürlich noch für etwas Nailart entschieden und die möchte ich euch hier natürlich auch einmal nicht vorenthalten. Ich verwende hier einmal das 3D-Gel in Weiß und arbeite mir solche kleinen Blüten mit dem 3D-Pinsel Mini. Ich nehme mir, wie ihr sehen könnt, ganz wenig Gel auf die Pinselspitze auf. Dann setze ich den Pinsel dorthin, wo ich das Blättchen haben möchte, drücke auf und ziehe zu meinem gedachten Mittelpunkt in einer leichten Drehbewegung, um eben diese Blattform zu erhalten, sodass ich am unteren Ende des Blättchens eben spitz zulaufend werde. Und das Gleiche mache ich auch am Zeigefinger und ich arbeite natürlich wie immer bei meinem Modell querbeet. Das heißt, ich arbeite an den anderen Nägeln noch so ein leicht anderes Design. Dabei könnt ihr natürlich selbst entscheiden, ob euch das dann zu querbeet ist. Ihr könnt natürlich auch nur einen Nagel so gestalten oder wie auch immer ihr das möchtet oder alle gleich gestalten. Mein Modell findet das ganz, ganz toll, wenn die Nägel eben unterschiedlich sind. Und gerade bei so einem Babyboomer bietet sich das immer an, weil der Babyboomer an sich ja eine sehr dezente Modellage ist, quasi ohne eine harte Struktur, und deshalb kann man da auch sehr viel Nailart auftragen, wie ich finde. In diesem Step haben wir ein Glue-Gel für Strasssteinchen ausprobiert. Ich kann euch an dieser Stelle gleich sagen, also dieses Produkt hat es leider nicht in den Shop geschafft, denn die Steinchen sind schon nach wenigen Stunden abgefallen. Und ja, was sehr, sehr schade ist, an und für sich ist das nämlich eine ganz tolle Sache und es sah auch wirklich sehr, sehr süß aus und sehr hübsch aus. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommis schreiben, welche Erfahrungen ihr mit Strasssteinen gemacht habt. Habt ihr da euer spezielles Lieblings-Glue-Gel schon gefunden? Und ja, würde mich auf jeden Fall interessieren. Hier seht ihr die fertige Modellage und ich denke, es sieht wirklich sehr schön aus mit den Steinchen. Es ist wirklich sehr schade, dass alle abgefallen sind. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Natürlich kann man das Ganze auch mit Pailletten machen, mit anderer Nailart gestalten, aber ich hoffe, dass ich euch in diesem Video eben zeigen konnte, dass man mit nur wenigen Steps einen Babyboomer auch als Anfänger hinbekommen kann und dass man das nicht immer sehr kompliziert halten muss.
Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, ihr Lieben, und freue mich über ein Däumchen nach oben und natürlich auch, wenn ihr mir ein kostenloses Abo dalasst. Bis bald!